Die Holstein-Hengst-Station gibt es hier seit 1. Januar 1977. Dann hatten wir die ersten Hengste mit Farnese und Karneval und Baccarat. Das waren die ersten Hengste, die hier stationiert waren. Hauptansprechpartner bin zurzeit ich noch, aber mein Schwiegersohn, wenn er Zeit hat, macht er das. Ich bin ja eigentlich auf dem absteigenden Ast. Er ist ja der Mann der Zukunft und wird das auch weiterhin machen. Hengste können wir können alle Hengste anbieten, die der Holsteiner Verband hat. Und darüber hinaus auch die Hengste, die im Zuchtversuch sind, da haben wir immer Sperma vorrätig bei uns im Labor stehen. Wir können ungefähr 75 Pferde stehen haben. Für die Gaststuten haben wir immer so 7 bis 8 Boxen zur Zeit frei. Wenn unsere eigenen draußen auf der Weide sind, dann sind natürlich mehr Boxen zu. Stehen und mehr zur Verfügung. Und Weiden und Paddock haben wir natürlich auch, aber wir sind ja doch die nördlichste Station und das ganze Leben spielt sich doch mehr im südlichen Holstein ab als bei uns. Wir haben eine Stammkundschaft, die haben ihre Stuten hier stehen aus Florida oder aus Bayern, die stehen hier, die fuhren ab. Wenn das bei uns nicht mehr möglich ist, dann haben wir Züchter, die auch Boxen frei haben, wo wir sie denn unterstellen können und wo wir wissen, dass sie optimal versorgt werden. Ja, bei uns wird ja auch der Sport eigentlich groß geschrieben und wir versuchen immer irgendwie junge Pferde von Züchtern, wenn sie angeritten sind. Wir reiten keine Pferde an, die geben wir weg zum Anreiten, aber wir versuchen immer Pferde, die ein bisschen Potenzial haben, die versuchen wir dann in den Sport reinzubringen. Erfolgspferde, ich glaube, das größte Erfolgspferd ist natürlich Casal, der es hier produziert. Wir haben lange mit dem Züchter diskutiert, welchen Hengst nehmen wir. Letztendlich haben wir uns für Carentino entschlossen und da ist Casal bei entstanden. Und darüber hinaus sind doch sehr viele Pferde im internationalen Sport. Ich weiß gar nicht, da sind in der langen Zeit bestimmt viele, die ganz oben angekommen sind. Mein Name ist Dr. Carsten Klein. Ich bin der Stationstierarzt mit meinen Kolleginnen Ellen Wieg und Vera Kleinen auf der Station Solvit. Und wir versorgen hier die Stuten und samen Hengste ab. Hier werden Stuten mit TG und Frischsamen besamt, können täglich eingestallt werden, hier bleiben oder morgens bei uns untersucht werden. Wir bereiten noch zusätzlich Stuten vor für den Embryotransfer und Indagling und synchronisieren sie mit den Trägerstuten.